Nein. Leute, ich habe wirklich welche bekommen. 1000 Stück sogar. Leute, probiert es einfach selber aus. Ich meine es ernst, es hat funktioniert. Oh mein Gott. Außerdem haben nur 10% der Leute diesen Kanal abonniert und wir haben die 260.000 Abonnenten erreicht und daher verlose ich diesen OG Gultrupper Account. Und wenn du diesen Account gewinnen möchtest, dann lass dir jetzt einfach ein Like auf dem Video da, abonniere den Kanal und stell ganz wichtig wie im Video die Glocke auf alle und kommentiere deinen Epic Games Namen in die Kommentare, so oft du diesen Account gewinnen kannst. Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Davis Freunde. Im heutigen Video probieren wir drei richtig krasse Wege, V-Bucks zu bekommen. Und ihr werdet nicht glauben, wie krass das eine davon ist. Leute, einer von denen hat einfach, ich will nicht zu viel sagen, schaut das Video einfach bis zum Ende hin. Wie gesagt, Freunde, ich hoffe, euch gefällt das Video und ihr habt auch was davon. Haut da rein und viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne noch ein Like und ein Abo, da würde mich mega freuen. Die Videos sind mega aufwendig. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Den allerersten Trick, den ich euch jetzt zeigen werde, den ich auch von TikTok habe. Wie gesagt, Leute, in diesem Video zeige ich euch nur Sachen, die ich von TikTok oder von euch habe. Das ist nichts Ausgedachtes von mir. Wir probieren hier heute alles aus und der letzte, den ich euch heute zeige, der kam von den Zuschauern. Also die Leute, die jetzt neu eingeschaltet haben und den vielleicht noch nicht kennen. Der letzte Trick, den ich euch zeige, das ist einer, der zu 99% anscheinend bei euch geklappt hat. Ihr schreibt mir seit letzten Tagen auf Instagram, deswegen kommt dieses Video überhaupt. Ich will es unbedingt auch probieren, aber wir probieren jetzt erstmal drei Methoden aus. Die letzte Methode ist die, wo ich am meisten Hoffnung drin habe. Wir fangen jetzt erstmal an. Ihr geht auf irgendeinen Browser, Leute, und geht dann einfach hier auf Google und suche Epic Games Redeem. Google Suche eingeben und dann kommt ihr hier auf den ersten Link Fortnite Code einlösen. Dann geht ihr, wenn ihr auf dieser Seite dann hier drauf seid, ja, wo ich jetzt hier gerade bin, müsst ihr hier nur noch euch einmal oben anmelden, das werdet ihr dann sehen und hier den Zugangscode eingeben. Ja, erstmal meldet ihr euch mit eurem Account, denn das ist eine offizielle Seite von Fortnite. Hast du einen Code für V-Bucks hier einlösen, ja? Dann seht ihr hier, könnt ihr hier auch einmal draufdrücken. Seid ihr hier, Freunde, und dann steht hier V-Bucks Karte einlösen. Karten, die du im Einzelhandel erworben hast, bla bla. Los geht's und dann kommt ihr hier zu dieser Seite. Hier müsst ihr jetzt nur noch folgenden Code anscheinend eingeben. Und zwar gebt ihr jetzt diesen Code hier ein, Freunde, den ich euch jetzt einmal zeige. So. Zack, zack. Das hier ist der Code. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, so, dann gebe ich eine Fehlermeldung kommen, Freunde. Und zwar so ist der Code richtig. 011-411-742121. Wenn ihr das Ganze richtig gemacht habt, Freunde, dann sollte jetzt eine Fehlermeldung kommen. Wir sollten Fortnite starten und die V-Bucks bekommen. Ich bin gespannt. Hab keine große Hoffnung. So, wir drücken auf Weiter. Und es passiert. Und es passiert einfach gar nichts. Okay. Gut. Haben wir irgendwas falsch gemacht? Ich denke nicht, Freunde. Okay. Probieren wir einfach mal Fortnite zu starten. Wie gesagt, Leute, seid gespannt auf den letzten Trick, aber mal gucken, was hier passiert. Okay, Freunde, ich habe jetzt Fortnite gestartet. Es ist tatsächlich nichts passiert. Ich habe immer noch die gleiche Anzahl an V-Bucks, also die hatte ich vorher schon. Und ja, es ist jetzt hier eigentlich nichts Großes passiert tatsächlich. Keine Ahnung. Na gut, gehen wir einfach zum nächsten. Von dem habe ich eh nichts erwartet, Leute, aber die nächsten beiden, beziehungsweise gerade der letzte, da bin ich gespannt. Und ich hoffe, ihr auch schaut das Video bis zum Ende, Leute. Es wird sich für euch auf jeden Fall lohnen. So Leute, dann probieren wir jetzt die zweite Methode aus, auf die bin ich auch sehr, sehr gespannt. Die soll relativ einfach sein, diese habe ich jetzt von dem TikToker Cheese08, also falls ihr den kennt, wir probieren heute seine Methode aus. Seine Methode ist eigentlich einfach, dass man hier angeblich irgendeinen Code eingibt und dass man dann V-Bucks bekommen sollte. Wir merken uns gerade, ich habe 820 V-Bucks und ich werde jetzt auch noch einmal vorher einmal den Spielmodus wechseln. Nicht, dass ihr euch denkt, dass ich jetzt V-Bucks mir mit einer Geschenkkarte geholt habe und dass sie jetzt einfach gleich spawnen werden. Ich zeige es euch hier mal und zwar wechsle ich jetzt hier den Modus und ich kriege hier auch keine V-Bucks. So, wir fangen jetzt mal an und zwar, Leute, wie gesagt, das Ganze, was ich hier mache, denkt bitte nicht, ich bin komplett lost. Ich probiere es halt nur aus, was ihr mir vorgeschlagen habt. Und eine von den Methoden habt ihr mir besonders oft vorgeschlagen und das ist die letzte Methode. Und die soll bei vielen von euch funktioniert haben. Ich habe auch schon TikToks von Leuten gesehen, die mich abonniert haben und das einfach gepostet haben, wie sie das nachgemacht haben, was ich euch gleich zeigen werde und V-Bucks bekommen haben. Aber wie gesagt, ich probiere einfach nur alles aus. Ich kann es selber nicht wissen. Und so scheint man, bekommt man scheinbar gratis V-Bucks. Ich habe es bisher nur mit einem Trick damals geschafft, aber jetzt schauen wir mal, wie dieser funktioniert. Als allererstes müssen wir hier in den Itemshop gehen. Seid euch dafür sicher, Freunde, dass ihr einen Creator eingetragen habt. In dem Video wird nicht gesagt, welcher. Also tragt einfach gerne OGSKIN ein und drückt auf Annehmen. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, Freunde, dann seid ihr hier drinnen, wie gesagt, und habt jetzt einen drin. Ihr müsst nur einen nicht eingeben, aber gebt mal gerne OG-Skin hier ein, wie ich auch einen habe und wie ihr gerne einen auch vielleicht hättet oder habt, weil das ist einfach mega cool. Wenn ihr wahrer OG seid, einfach OG-Skin eingeben. So, wenn ihr das Ganze dann gemacht habt, Freunde, müsst ihr hier auf die Einstellung gehen und komplett einmal hier, wo ich bin, nach unten gehen und diese Kreativ-Laufleistungswerte ausmachen. Und einmal hier sagt er im TikTok-Video auch noch alle Wiederholungen auf Ausstellen. Wenn ihr das Ganze dann gemacht habt, Freunde, müsst ihr nur noch folgenden Code unten in der Schnellleiste eingeben. Und zwar, passt gut auf, sagt er, ich muss jetzt nebenbei abtippen, für euch eine Sekunde, für mich wieder 3 Minuten, weil der Typ so langsam ist. FN-Window-Console-on-Free-FB-FB
UKS, also V-Bucks meint der, unterstrich activate. So, das hier sollte jetzt eingeben, ich lasse euch das Ganze eingeblendet, fn unterstrich window unterstrich console on free unterstrich vb unterstrich V-Bucks unterstrich activate. Dann drücken wir hier auf senden, dann sollte keine Nachricht hier kommen, okay, bis hierhin hat er recht. Und dann bleibt die Nachricht hier tatsächlich stehen. Okay, bis hierhin hat es anscheinend geklappt. V-Bucks habe ich noch keine bekommen. Und jetzt sollen wir einmal in den Kreativmodus reinstarten und einfach 5 Sekunden warten und wieder rausgehen. Leute, ich habe wie gesagt kein gutes Gefühl dabei. Und zu Epic Games, ich teste diese Sachen nur. I only testing this for the video. I do not recommend anybody to do that. So Leute, ich musste euch natürlich auch einmal sagen, niemand soll das hier nachmachen. Das Ganze ist nur ein Test für euch, um zu sehen, ob das funktioniert. Und ich möchte only shown auf this glitch exists, also ob dieser existiert, Leute. Ich möchte nur zeigen, wirklich, ob dieser XP glitch existiert. Dann geht ihr in eure eigene Map rein, Freunde. Das ist sehr, sehr wichtig einmal. Und dann verlasst ihr sofort wieder den Kreativmodus. Und dann solltet ihr hier V-Bucks bekommen. Mal schauen, ob ich sie bekomme, Leute. Beim ersten wurde ich ja schon mega enttäuscht. Mal gucken, wie es jetzt bei dem hier ist, Freunde. Und wir haben nichts bekommen. Ich kann noch einmal den Spielmodus wechseln und schauen mal, ob ich dort was bekomme. Aber ich glaube nicht. Ich habe jetzt nur noch Hoffnung in den letzten Trick, Freunde. Ich glaube, das gleiche wie bei euch. Und da wird es hoffentlich richtig abgehen, Freunde. Ich würde sagen, wir starten rein in den letzten Trick. Let's go. So, Leute. Für den finalen Trick, wo ich die größte Hoffnung drin habe, Leute. Dafür müssen wir jetzt einmal folgenden Mapcode eingeben. Den zeige ich euch jetzt, Freunde. Dieser Mapcode habt ihr mir vorgeschlagen. Also das ist jetzt keiner von TikTok oder so, sondern ihr habt mir den vorgeschlagen. Und wir werden jetzt mal hier auf diese Map drauf gehen. Und das ist hier auf jeden Fall die Map. Das hat hier so ein Box-Logo. Free for all XXL Boxfights. Einmal auf Spielen drücken und dann Spiel starten. Ihr werdet sehen, dass es die richtige Version ist, wenn kein XP-Zeichen dort ist. Wir sind nicht für die XP dort. Wir sind nämlich dort für die V-Bucks. Und das Wichtige ist, dass ihr es genauso macht wie ich. Ich habe eine Anleitung von einem von euch bekommen, Freunde, auf Instagram. Also vielen Dank dafür erstmal. Und die Person hat anscheinend dadurch auch schon viele V-Bucks bekommen. Ich habe damals auch schon mal sowas getestet und es hat funktioniert. Deswegen schauen wir einfach mal jetzt, ob das Ganze auch jetzt hier wieder funktioniert. Und dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze funktionieren wird. So. Unterstütze einen Creator. Ja, okay, das ist jetzt einfach mal, ich denke mal, das wird vorgeschlagen bei jedem. Das ist eine ganz normale Map. Wir können jetzt den Timer abwarten oder wie ich jetzt das Spiel starten. Ich bin sehr, sehr gespannt, Freunde. Also erstmal zu der Erklärung, wie diese Map funktioniert, Leute. Das ist nämlich hier kein Glitch, sondern diese Map wird einfach versuchen, enjoy the map and the secret. Also genieße die Map und das find the secret. Das ist so eine Pickaxe-Boxfight-Map. Also hier kann man einfach anscheinend pickaxen. Und ich werde euch jetzt erklären, wofür diese Map da ist. Denn wenn ihr zum Beispiel mal V-Bucks von dem Battle Pass, von dem 5-Euro-Paket oder RDW-Mission oder RDW hat, die ihr mal nicht eingesammelt habt, wird diese Map für euch diese einsammeln. Und ihr werdet diese V-Bucks dann in kurzer Zeit erhalten. Und das war jetzt die Anleitung zu der Map. Also das hier ist eine Map, die euch alle V-Bucks holt, die ihr in den letzten Tagen nicht abgeholt habt, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Und diese könnt ihr jede Woche einfach mal einmal ausprobieren. Also falls ihr jetzt diese Woche nichts bekommen solltet, solltet ihr dann nächste Woche welche bekommen. Aber ich werde das Ganze für euch testen, Freunde. Es wird vielleicht 1-2 Tage dauern, aber für euch wird es jetzt eine Sekunde dauern, also ihr werdet am Ende des Videos sehen, ob es funktioniert oder nicht. So, wir sollten jetzt in einer von den vier Ecken gehen. Ihr geht jetzt erstmal hier runter, geht dann hier drauf und geht dann hier rechts in diese Ecke rein, Freunde, ja, wo ich jetzt hier gerade bin. Wenn ihr dann in dieser Ecke drin seid, dann werdet ihr hier irgendwo einen Button finden, wo Free draufsteht und so einen Effekt kriegen. Dann geht ihr hier drauf und werdet in einen nochmal so großen Raum teleportiert mit 3 Inseln, beziehungsweise ein Teleporter, beziehungsweise ein Jumppad und 3 Inseln, Freunde. Dort oben wird das Ganze aktiviert, aber vorher müssen wir hier vorne einmal auf diesen Unterstützer in Creator gehen und einfach auf Annehmen drücken, Freunde. Das Ganze macht ihr genau 3-mal. Genau wie ich das Ganze jetzt hier mache. Und ihr kriegt dann 3 Explosionen, wenn ihr es richtig gemacht habt. Wenn ihr keine Explosion kriegt, müsst ihr schauen, woran es liegt. Map neu starten und wieder 3-mal ganz schnell eingehen. Ihr könnt es auch öfter machen. Ihr seid hier neben den 2 Dingern. Ihr spawnt direkt hier. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann sollen wir hier den Trampo nehmen. Noch ein Trampo und dann gehen wir hier oben drauf. Hier haben wir jetzt 3... Ja, 3 sozusagen Buttons. Einer ist unsichtbar, Freunde. Und da steht was dran, okay? Aber jetzt gehen wir erstmal hier hin. FB Start. Activate. Und jetzt, wenn wir hier drauf drücken, müssen wir teleportiert werden. Boom, wir werden teleportiert. Landen hier ziemlich in der Mitte, Freunde. Jetzt verlassen wir den Kreativmodus. Und wir sehen uns dann in 1-2 Tagen wieder für euch in einer Sekunde. Und ich werde jetzt gucken, ob es funktioniert hat. Vielleicht ist es auch schon gleich da, Freunde. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ihr seht sofort jetzt. Bis gleich. Ciao. So, Freunde, es ist jetzt der nächste Tag, es ist jetzt gerade Samstag und ich werde jetzt mal schauen, ob ich V-Bucks bekommen habe oder nicht. Bei den anderen 2 Methoden hat es ja nicht geklappt, Freunde, aber wir werden jetzt mal schauen, wie es hier aussieht und wir gehen jetzt mal direkt rein. Mal gucken, Leute, was es ist und... Nein, Leute, ich habe wirklich welche bekommen, 1000 Stück sogar. Leute, probiert es einfach selber aus, ich meine es ernst, es hat funktioniert, oh mein Gott.